Sprite ist ein sehr, sehr cooles Deck und ich dachte mir, ich zeige euch heute einmal mein Deck, was ich gebaut habe, was ich auf der EM gespielt hätte, wenn ich nicht hätte arbeiten müssen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Deck. Hier ist einmal Main Deck, Extra Deck und ich habe ein Side Deck, weil das Deck wollte ich eigentlich bei der EM spielen. Ich konnte da nicht hin, weil ich arbeiten musste, deswegen gibt es das Deck jetzt von mir, wie ich es hätte gespielt. Mit einer kleinen Änderung, die ich von Joshua habe, da komme ich dann drauf, wenn wir soweit sind. Fange erstmal mit dem Main Deck an. Meine Ratios sind, ich sag mal, relativ Standard. Ich fange mit den Sprites an. Logischerweise Sprite Blue dreimal, weil das ist die beste Sprite-Karte. Sprite Jet auch dreimal, logischerweise, weil die sucht uns halt die besten Karten aus dem Themendeck, außer Sprite Blue. Und dann spielen wir einmal zwei Reds und ein Carrot. Der Grund, warum wir das so spielen, ist, ich habe immer ganz gern einen zweiten Red noch im Deck, den ich mit der Quickspell aus dem Deck specialen kann. Deswegen habe ich ganz gern zwei davon. Und die eine Carry finde ich halt schon mandatory, weil es kommt mal auf, dass ihr Spells negieren wollt oder Traps negieren wollt, die euch irgendwie nerven können. Deswegen ist das, finde ich, super hilfreich, das zu haben. Kommen wir zur Frosch Engine. Ich denke, die sollte keinen überraschen. Ich spiele die 4. Ich habe mich gegen Dube entschieden, weil ich einen Brick weniger spielen wollte und logischerweise halt nicht gegen Super Poly verlieren wollte. Deswegen ist das auf jeden Fall die Ratio, die ich auch spielen würde. Wenn Super Poly und T-Elements ein bisschen weniger im Format sind, würde ich wahrscheinlich sogar den Dupe noch mitspielen, weil das echt eine gute Karte ist. Und dann für meine Normal Summon spiele ich den flinken Biber. Viele werden wahrscheinlich schon den Biber gesehen haben, bei vielen Listen auch von der EM. Der Grund dahinter ist, dass diese Karte super gut grinden kann, weil ihr mit dem Tod die auf die Hand nehmen könnt und die kann vom Friedhof spezial beschwören. Das heißt, sobald ihr das erste Mal gemacht habt, bei Diva wäre das komplett weg. Bei dem Biber ist es halt so, dass ihr das auf jeden Fall immer wieder machen könnt und immer zwei oder zwei Mal aus der Hand bekommt, weil den einfach vom Grave fischen könnt. Also eine sehr, sehr gute Karte. Und ich wollte nicht nur drei Normal Summons spielen, ich wollte vier Normal Summons spielen. Und deswegen spiele ich einmal Ipiria. Die Karte kennen wahrscheinlich nicht so viele, aber die sagt, wenn ihr beschworen wird, zieht eine Karte. Das ist jetzt nicht der krasse Effekt, aber es ist ein guter Effekt und der kommt halt auf, dass ich mit den vier Normal Summons auf jeden Fall genug halt habe. Das ist theoretisch auch ein Normal Summon, möchte man aber eigentlich nicht machen. Deswegen spiele ich die vier, die sind relativ relevant und werde... Der triggert auf Normal und Spezialbeschwörung. Das ist also egal wie. Wenn er aufs Feld kommt, kann man eine Karte ziehen. Leider bei uns betören, sonst wäre die Karte insane. Aber so würde ich es auf jeden Fall spielen. Dann spiele ich noch drei Handtraps in dem Deck. Das sind einmal Didi Crows, weil es aktuell für mich die beste Handtrap ist. Es gibt wenige Decks, die dagegen viel machen können. Die Karte ist nicht once per turn und die crippelt sehr viele Decks aktuell. Deswegen ist es eine sehr, sehr gute Karte. Und dann spiele ich noch einmal Lilibell mit zwei Lightstage. Das war eine Sache, die ich schon länger überlegt hatte und ich nicht zeigen wollte, wegen der EM, weil ich ja wahrscheinlich noch hinfahren wollte. Aber wie es aussieht, haben diese Engine viele Leute gefunden. Ja, deswegen auf jeden Fall auch bei mir in den Deck drin, weil es einfach gut ist, Lilibell Freeze zu specialen und dann halt mit Lightstage eine Backcourt zu freezen, ist halt schon ziemlich gut, denn keiner würde eine Impel mit sowas verschwenden auf Lilibell, sondern die würde ein bisschen entweder warten müssen und ihren oder irgendwie andere Sachen zu forcen. Das ist halt wirklich extrem nice mit der Karte. Ist vor allem ziemlich gut gegen extrem krasse Backrow-Decks, wenn die halt irgendwie Strike oder sowas spielen, dass sie halt nicht den Gigantic striken können, das ist ziemlich gut. Dann Sprite Starter, das brauche ich nicht erklären. Das ist die beste Karte noch im Deck, die gibt euch komplette Combo. Deshalb spielen wir die logischerweise dreimal. By the way, nicht vergessen, die kostet Life Points. Nicht vergessen. Dann Smashers, ich denke mal, das sollte auch klar sein. Und wir spielen einmal Sprite Gamma-Ausbruch. Ich habe viele Listen gesehen, die mittlerweile auf das Sprite-Monster gegangen sind. Ich weiß nicht, wie es heißt, das Level-2-Monster, logischerweise. Der was pushen kann. Allerdings finde ich, dass diese Karte viel, viel mehr bringt. Klar, sie ist keine 2-Monster, sie ist ein Brick, wenn ihr sie zieht im First Turn. Aber ihr könnt mit dieser Karte OTK'en. Und das könnt ihr mit den anderen Karten nicht. Deswegen finde ich die super hilfreich, weil die euch manchmal Games gewinnen kann, die sonst hättet nicht finishen können. In der Zeit, in der ihr mit der quasi OTK'en könnt. Deswegen finde ich die super wichtig. Dreimal Mystic Mine. Ja, ich bin auch nicht stolz drauf. Lass uns einfach mal so stehen. Ist eine Karte, die man spielen kann. Drei Dark Ruler. Drei Tactics. Und dann spiele ich noch Called by the Grave. Change of Hearts. Und Blizzard. Ich denke mal, Mystic Mine brauche ich nicht erklären. Die gewinnt durch Instant Games in Game 1, wenn der Gegner kein Out spielt, wenn ihr wirklich Second gegangen seid. Dark Ruler und Tactics brauche ich eigentlich auch nicht erklären. Das sind aktuell sehr, sehr gute Karten.
Coldplay auch nicht zu erklären. Die beiden sollte ich wahrscheinlich erklären. Der Grund, warum ich Change of Heart in Maniac spiele, ist relativ einfach erklärt. Mittlerweile ist es halt so, dass es so viele Decks gibt, die euch in eure Runde ein Monsterwert legen. Und da ist es manchmal hilfreich, dass wir die Karte spielen, um das Monster zu snatchen. Irgendeine Maskerene oder irgendwas anderes. Selbst wenn ihr Second geht, ist das eine insane gute Karte, um halt Sachen zu snatchen. Das heißt, die ist meistens sogar Go First viable. Nicht immer, aber sehr, sehr häufig im aktuellen Format. Und die Karte ist dafür da, um Dark Ruler aufzuhalten, Mystic Mindfin Tour zu stallen und einfach grundsätzlich einfach Zauberkarten zu stoppen. Denn es kann manchmal unglaublich nervig sein, wenn ihr ein Board aufgebaut habt, kommt eine Zauberkarte, die euer ganzes Feld hops nehmen kann, wie Mystic Mind oder Dark Ruler. Da ist halt ganz gut, die Maniac zu haben, dass wir die setzen können. Ich sehe es halt ähnlich wie ein Called by the Grave. Die kommen schon das Gleiche. Nur sind halt beides One-Offs. Ich könnte theoretisch drei davon spielen, aber die ist von Spazion und die ist jetzt auch nicht so krass gut, die Karte, aber es ist, sag mal so, ist nice to have. Das war jetzt die 40. Karte und ich habe mir gedacht, okay, kann ich die spielen? Ich habe halt überlegt, die zu spielen oder halt das Sprite-Monster, was Attack pushen kann. Und da fand ich die halt deutlich sinnvoller. Das Extra-Deck, da gibt es nicht so viele Überraschungen. Es gibt ein paar Sachen, die ich anders spiele wie viele andere Leute, aber da komme ich jetzt einfach zu. Almirage. Eigentlich brauchen wir ihn nicht mehr. Aber es gibt Situationen, wo man wirklich mit einer Normal Summon startet, Almirage nachher benötigt, weil Ogre im Format nicht so relevant ist, ist die Karte nicht mehr ganz so wichtig. Aber ich habe manchmal so Hände, wo ich einfach mit einem Frosch starte und ich möchte trotzdem die Combo machen, deswegen ist der ganz wichtig. Dann spiele ich einmal Boxenritterin Early. Jetzt denken sich alle, was kann die Karte? Der Effekt von der Karte ist eigentlich relativ einfach. Die hat zwei Fähigkeiten. Die erste Fähigkeit ist, wenn ein Monster-Effekt aktiviert wird, in der Zone, auf die Karte zeigt, ihr zeigt hier oben hin und dahin, dann könnt ihr den Effekt aktivieren und könnt einen Gerard-Monster wählen, die ATK auf 0 setzen und den Effekt annullieren. Das ist per se ein guter Effekt. Der andere Effekt von der Karte ist, wenn die durch Kampf von der Karte zerstört wird und auf den Friedhof gelegt wird, können wir den NPC zurückspecialen zum Friedhof. Und das ist ein Effekt, der mal aufkommt, dass wir die machen, dann irgendwo reinrennen, die im Friedhof haben, dann Zeus machen, das Feld leer räumen und dann kriegen wir den NPC wieder zurück. Dann haben wir nämlich einen Link 2 Monster auf dem Feld, mit dem wir halt dann einen Sprite 11 machen können zum Beispiel oder halt einen Gigantic oder irgendwas in der Richtung. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Choice. Dann Mascarena. Ich spiele das Mascarena Package hier drin. Ich mag das. Ich finde das sehr, sehr gut, weil es gegen Telemens sehr gut ist, wenn wir halt einen Aeromax hinlegen. Dazu komme ich gleich aber noch. Dann spielen wir einmal Beatcop. Und das ist das Ding, was ich mir von Joshua geholt habe. Denn die Idee, das zu machen gegen Tier-Elements, ist halt ziemlich gut, weil die meisten halt nicht irgendwie Sachen wie Cosmic oder sowas mainen. Deswegen ist das halt eine ganz gute Idee, um halt die Mystic Mind unzerstörbar zu machen. Bis zum Ende des Duells, wenn es im ersten Game ist, können die das halt meistens nicht outen. Deswegen ist eine ganz gute Tech-Choice. Wahrscheinlich werden jetzt mehr Leute Cosmic Cyclone mainen und nicht Galaxy Cyclone. Deswegen könnte sein, dass ich die beide wieder rausschmeiße. Aber ich habe eine Collectors wieder davon, dass ich das mir so hole. Warum nicht? Und dann spielen wir 1, 2, 3 mal den Elf. Weil es im Grind-Game eigentlich immer aufkommt, dass ihr den dritten Elf braucht. Und so müssen wir nicht unbedingt immer sparsam mit den Elf sein, sondern die kommen einfach auf und dann sind die gut, wenn wir sie haben. Wir sind witzigerweise in drei verschiedenen Höhlen. Fragt mich nicht, warum. Ich muss sie noch umhüllen. Dann letztes Link-Monster ist einmal Avrax. Einfach ein sehr gutes Monster. Gegen T-Elements haben die es schwer, das halt zu outen, weil nicht getargetet werden kann und sehr groß ist. Auf jeden Fall eine sehr gute Karte. Super Bully ist halt genau für die Karte, aber das kommt nicht so oft auf. Also nicht, dass die Super Bully werden kann, weil wir ja nicht mit dem Lichtmonster enden. Dann haben wir Xyz, Sprite, also Gigantic Sprite oder Riesen Sprite, wie er heißt. Ich habe auch überlegt, von dem 3 zu spielen, aber das hätte ich eine von den beiden Karten cutten müssen und das war es mir eigentlich nicht wert. Die Karte ist also ziemlich gut, aber ihr könnt mit der 11 halt die zurückkommen im Friedhof und könnt das anderes Ding Simon machen, warum auch immer, und könnt dann logischerweise halt damit halt den Effekt benutzen, das kann so auch aufkommen. Dann ein Tod, denke ich, sollte klar sein. Onimimaru, die Karte kann was wählen und banishen, also ein Monster bis zur Endphase. Ist eine gute Karte. Einfach eine gute Karte. Dann haben wir einmal meinen italienischen Kornblume. Die Karte ist dafür da, um das Package hier live zu machen. Weil ich habe mittlerweile überlegt, ob es sich eigentlich noch lohnt, die Karte zu spielen. Weil grundsätzlich man meistens irgendein Defense-Positionsmonster vom Gegner hat, wo man halt reinrennen kann und dann ist es eigentlich egal, ob er ihn spielt oder nicht. Aber der ist für das Szenario, wenn der Gegner einen Tech-Monster hat, wo ihr reinrennt und
kann einfach reinrennen und das überlebt halt. Und dann könnt ihr halt Zeus machen. Dann draufletschen und dann Zeus machen und dann Feld leer räumen. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Das ist mein extra Deck. Kommen wir wieder zum Side-Deck. Ich habe 6 Karten für Going First und den Rest halt für Go Second. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Go First sind die hier. Und das sind, denke ich, die einzigen Karten, die aktuell Go First wirklich braucht. Die Karte ist incredible. Die ist wirklich, also Appointer ist eine unglaublich gute Karte. Für alle, die Appointer aktuell nicht spielen, spielt die Karte. Die ist heftig. Und D-Bearer ist gegen so ziemlich jedes Deck eigentlich aktuell eine ganz gute Karte. Und für Going Second spielen wir 3x Lightning Storm. Gute Karte einfach. Und dann den Duster, weil mehr Backrow Removal, genauso wie Red Reboot. Backrow ist ein bisschen unser Ding, was wir nicht aufhalten können, deswegen haben wir das halt hier. Dafür haben wir auch den Panker Drops hier. Auch eine sehr gute Karte für Backrow und für generell so Floodgates, um die zu orten. Dann haben wir noch 2x Evenly Matched. Der Grund, warum das nur 2x sind, ist, weil ich auch einen roten Resonator spiele. Ich habe gesehen, bei DM haben das auch viele gemacht, um halt in Timer zu gewinnen. Ja, ich habe den Value auch erkannt, denn es ist halt wirklich super praktisch, den ins Deck zu packen, wenn ihr kurz vor Time seid, den einfach zu special und dann sagen, jupp, ich habe hier gerade Lifelines bekommen. Und es kann manchmal hilfreich sein, wenn ihr sogar den Gigantic Sprite mit 3-2 macht und dann den specialt und dann hat er 3-2 Lifelines. Ja, es ist einfach dumm, dass es sowas halt möglich ist, aber ja, so ist das Game. Das war mein Sprite-Deck. Wenn euch das Deck gefallen hat, lasst mir gerne mal ein Like da für das Video, damit ihr in Zukunft mehr von meinen Videos sehen könnt. Ob es mehr Deck-Profiles von mir geben wird, zu Competitive-Decks eher weniger, aber ich habe ein 10-Euro-Deck gebaut, was ihr bald sehen werdet, wenn ich die Zeit dazu habe, ein Video zu machen, wie ich damit auf Locals gehe. Seid also auf jeden Fall gespannt dazu. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.